Also dieser gefallene Stern, der da zurück ist. Wenn er jetzt ein gefallener Stern ist, war er dann irgendwann auch mal nur ein Stern? Sein Name ist Arvos. Und ja, er war ein Stern. Ein Sternenhauchelf. Einer der Großen. Er wurde überall respektiert und geliebt, bis wir einen lange verborgenen Verrat entdeckten. Vor Hunderten von Jahren, bevor Avisandum der König der Drachen wurde, ist die Königin der Drachen Luna Tenebris auf mysteriöse Weise gestorben. Luna hatte keinen legitimen Erben und die anderen Erzdrachen kämpften erbittert darum, ihre Nachfolge anzutreten. Die Konflikte steigerten sich und eskalierten unaufhaltsam, bis Gewalt unvermeidlich schien. Doch die große Königin der Sonnenfeuerelfen Aditi nahm es auf sich, Frieden zu vermitteln. Die Erzdrachen vertrauten der weisen und gütigen Königin und waren bereit, sich ihrem Schiedsspruch zu fügen. Doch bevor sie der Welt Frieden bringen konnte, ist Königin Aditi verschwunden. Chaos und Bestürzung griffen um sich und ein Krieg drohte Xadia auseinanderzureißen, denn die Elfen verdächtigten die Drachen, ihre Königin getötet zu haben. Doch die Wahrheit kam von einer unerwarteten Quelle. Von einem jungen Menschenmädchen, das ein großes Geheimnis der Geschichte aufdeckte. Ein gefährlicher Täuscher war enttarnt. Es war einer der Großen, der Sternenhauchelf Arvos. Über 1000 Jahre hatte Arvos hinter den Kulissen unsichtbare Fäden gezogen. Wie ein Puppenspieler. Jede große Krise, in die Welt stürzte, schien das Werk eines klugen und mächtigen Herrschers zu sein. Aber bei jedem von ihnen war es insgeheim Arvos, der ihnen ins Ohr flüsterte.